auf, Ohren auf, Helmi ist da. Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da. Da war der kleine Has, also der kleine Haserl, gell? Kommt in Wien draußen in ein Gemüsegeschäft. Nächsten Tag kommt das Haserl schon wieder. Sag's zum Verkäufer. Gib mir eine Karotten, du Trottel. Sagt der Verkäufer das letzte Mal. Du kriegst deine Karotten, aber wenn du morgen wieder so frech bist, nehme ich die bei den Läffi und nagel die mit zwei Nägeln schon der Raum zu. Nächsten Tag kommt das Haserl schon wieder. Sag's zum Verkäufer. Ich hätte gern zwei Nägel. Sagt der Verkäufer, Nägel haben wir keinen. Dann gib mir da Karotten, du Trottel. Und noch einer. Karotten sind gut für die Augen. Oder haben Sie schon einmal einen Hase mit Brille gesehen? Zwei Witze gleich am Anfang. Jetzt waren Sie aber tapfer. Und ich finde, Tapferkeit muss belohnt werden. Das gilt für Weltkrieger genauso wie für Fernseher. Ein Außendienstmitarbeiter fährt irgendwie des Nachts und sehr müde halt. Ne? Einsame Straße, sucht ein Hotel, findet nichts. Und sieht dann irgendwie so ein Lichterl brennen, fährt da irgendwie die Abfahrt ab und kommt so an Bauernhof und super, da werde ich meinen Schlafplatz finden. Und stolpert halt über den Eingang über so ein Schwein. Ne? Und das Schwein hat dann nur drei Beine. Also, jetzt die Belohnung. Schopenhauer hat wahrscheinlich recht. Wenn Sie Hegelianer sind, dann brauchen Sie jetzt nicht gleich auszuschalten. Es geht ja nicht gegen Sie persönlich. Ich wollte nur so viel sagen, der erste Satz aus Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung könnte stimmen. Nämlich? Die Welt ist meine Vorstellung. Zumindest deuten neuere Forschungen das Auge betreffend in diese Richtung. Wir sehen nämlich eigentlich gar nicht so spitze, wie wir glauben, sondern das Gehirn macht aus der auf der Netzhaut eintreffenden Information erst ein sinnvolles Bild, auf dem man dann auch was erkennen kann. I think the interpretation of what we see is, I mean, there's always a version to the truth, but that can't replace the truth, as it were. Ja, für jeden existiert die Welt so, wie er sie sieht. Aber ich glaube, es gibt halt dementsprechend relativ viele Welten. Ne? Augen ohne Gehirn, das können Sie vergessen. Wenn Jesus also einen Blinden sehend gemacht haben soll, dann war das ein echtes Wunder mit allem Pipapo, weil unsere Sinne entwickeln sich von Geburt an parallel und verknüpft. Das heißt, wenn einer zurückbleibt, dann kann er gleich wie ein angeschossener im Western sagen, ich schaff's nicht, geht ohne mich weiter. Und was dann mit so einem Zurückgelassenen passiert, das ist nicht schön, weil Sterben ist ja sowieso alles andere als einfach. Aber ein durch einen Bauchschuss Verwundeter verblutet langsam und unter unvorstellbaren Qualen. Wer da keine Schmerzmittel zur Hand hat, der ist nicht zu beneiden. Ich glaube, wer da ein Messer zu greifen bekommt, der wird sich eher entleiben. Aber auch das ist nicht so leicht. Wenn man nicht sterben will, aber gerade stirbt, ist Selbstmord wohl besonders schwer. Und er muss auch rein handwerklich gelingen. Well, first of all, any kind of wound that's a penetrating wound is painful. Okay, like if you cut yourself, it's painful, you know. Muss ich echt sagen, hätte ich keine Vorstellung, wie sich das anfühlt, ganz ehrlich. Also so ausrinnen, weiß ich nicht. Ob man dann auch dann irgendwie lustige Gedanken hat oder sich noch konzentrieren kann auf den Abgang. Oder ob man so abgelenkt ist, das finde ich ja unangenehm, wenn du sozusagen beim Sterbeprozess so abgelenkt bist. Ne? Das finde ich unangenehm. Adalbert Stifter zum Beispiel, angeblich ein Phäake reinsten Wassers, der schnitt sich, vermutlich aus Verzweiflung über eine fortgeschrittene, unheilbare Leberzirrhose, mit einem Rasiermesser die Gurgel auf. Das war aber ein schlechter Plan und das röchelnde Verbluten dauerte einige Tage. Schnell sind in solchen Fällen die ersten Fliegen da und bevor der Hirntod eintritt, ist die erste Generation Maden schon schulreif. Soweit ein kleiner Beitrag zum aktuellen Stifterjahr. Schulreife hat man ja früher, ich weiß nicht aus Spaß oder aus Ernst, daran festzumachen versucht, ob man mit dem rechten Arm über den Kopf greifend das linke Ohr berühren kann und vice versa. Probieren Sie es mal. Und? Geht natürlich beim ungefesselten Erwachsenen, der nicht durch extreme Adipositas gehemmt wird, ganz leicht. Von den jungen Tieren, die in der Bar sind, der alte Holzknecht im Wald. Klassenwiederholungen oder Schulabbruch kann damit aber verlässlich nicht diagnostiziert werden. Ich bin mir sicher, das haben jetzt ein paar von Ihnen vor dem Fernseher versucht. Sie können den Arm jetzt wieder runternehmen. Und wenn ich jetzt noch sage, gähnen, dann müssen etliche tatsächlich gähnen. Und zwar ungeachtet der vorgerückten Stunde, sondern wegen der Erwähnung des Wortes gähnen. Schauen Sie schon wieder.
Weiß man nicht, warum das so ist, aber das Gehirn ist eben ein komischer Typ. Sie haben heute wieder die typische Faschingsargumentation, Herr Bundeskanzler. Weil es da so lustige Sachen gibt. Zum Donnerwetter noch einmal. Allein 30-50% der Gehirnmasse ist ständig damit beschäftigt, Augenbilder zu verarbeiten. Eine aufgeblähte Bürokratie, wenn Sie mich fragen. Und angesichts vier weiterer Sinne auch relativ ungerecht verteilt. Klopft an und der Haus eröffnet und ja, alles wunderbar, übernachten und wunderbar. Nur dieses Schwein da draußen, das irritiert ihn doch und dann fragt halt den Hausherr, also warum hat dieses Schwein nur drei Beine? Ja, ja, das ist eine lange Geschichte, also in Geschichte, in der Geschichte. Gut! Was willst du? Mach endlich auf! Ja, hoffen, ahnen, wünschen, träumen, wie sagt man da? Wenn man jemanden den Tod wünscht, verfluchen. Also das sind, glaube ich, ziemlich starke Sinne. At one time I was actually drawn to the sense of smell. Because that's very sexy. I mean, that's the closest you can get to a kind of erotic or sexual situation. But I guess since I'm a photographer, I guess my sense of sight is very important also. Bei Zyklopen ist das sicher anders. Die haben ja nur ein Auge, auch weil Kykloftalmus Kreisauge bedeutet. Die Ophthalmologen, also Augenärzte, heißen auch deshalb so. Und nicht deshalb, weil die Augenheilkunde in einem Off-Tal erfunden wurde. Jetzt wissen Sie das auch. Zyklopen gibt's ja praktisch gar keine mehr. Dass das ein Schaden ist, das lässt sich schwerlich behaupten. In fast allen Erwähnungen werden sie als ungeschlachte, übermütige und kampfeslustige Rohlinge dargestellt. Sehr gerne haben sie beispielsweise die Phäaken überfallen, ein friedliches Seefahrervolk, das deshalb nach Kerkyra umgesiedelt wurde, dem späteren Korfu. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber Korfu war einst eine Gegend mit praller Vegetation, wo alles im Übermaß gedieh und deshalb, aber ungerechterweise, bezeichnet der Begriff Phäake heute einen reichen, fresssüchtigen Prasser. Auch nur ein Auge hatte der germanische Göttervater Odin, der im Vulgonamen Wotan heißt. Vulgonamen oder Hofnamen waren früher ja sehr verbreitet, vor allem weil aufgrund mangelnder Reisemöglichkeiten viele im Ort miteinander verwandt und denselben Namen trugen. Daher lebten die einen Müller dann am Ebenhof und die anderen am Grabenhanshof. So konnte man sie leichter auseinanderhalten. Das ging im Einzelfall so weit, dass Menschen ihre eigentlichen Namen verloren und nur noch mit der Beugung des Hofnamens bezeichnet wurden. Vor allem Frauen natürlich. Beispielsweise im vorliegenden Fall die Grabenhanshofin. Da konnte es passieren, dass bald niemand mehr wusste, wie der wirkliche Name lautete. Heute ist das AK, also also known as, auch wieder geläufig. Prince zum Beispiel, der hieß eine Zeit lang Symbol. Und das hat aber, glaube ich, eher nur buchhalterische Gründe. Ein nom de plume, quasi. Sagt man heute kaum noch. Das ist ein Wort, bei dem im Lexikon ein Kreuz daneben steht. Ein Wort auf der roten Liste quasi oder schon ausgestorben. Plume ist französisch für Feder und mit Plume bezeichnet man in der Vulkanologie auch die Form des Aufstrombereiches heißen Magmas. Wenn ich ein bisschen Geld verliere, das haben wir noch nie weiter. Nicht so viel kann ich gar nicht verlieren, dass ich weniger habe. Aus dem Erdmantel zur Oberfläche, die sich nach oben hin helmbuschartig verbreitert. Normale Plumes machen so Sachen wie Hawaii. Superplumes können ganze Kontinente ein wenig heben. Das geht aber so langsam, dass man es mit freiem Auge gar nicht sehen kann. The eyes are the windows to the soul. Okay, it's a very famous quote. It's been misquoted. And I can't even pretend to get close to the essence of that idea in my work. If I could, it would be the most miraculous thing imaginable. Apropos Odins Auge, der hatte ursprünglich schon zwei, aber eines hat er hergegeben, um aus Mirmirs Brunnen trinken zu dürfen. Odin war nämlich gierig nach Weisheit und ein Schluck aus Mirmirs Brunnen verlieh die Gabe der Hellsichtigkeit, aber eben um den hohen Preis eines Auges. Odin war demnach kein Philosoph, also ein die Weisheit liebender wie Hegel oder Schopenhauer, sondern ein Weisheitfresser. Weiß nicht, wie man das sagt, ein Phagiosoph oder vielleicht ein Sophiophag, keine Ahnung. Später wurde Odin laut Sage dann trotz aller Weis- und Hellsichtigkeit zu Ragnarök, also beim Weltuntergang vom Fenriswolf verschlungen, mit Haut und Haar. Wie ein paar Gefährten des sogenannten listigen Odysseus, wie sagen die das immer beim Boxen? Vom wohl berühmtesten Zyklopen aller Zeiten in der roten Ecke, der große, mächtige Polyphem!
vielleicht ein bisschen übertrieben. Polyphem, ein Sohn des Poseidons und der Tosa übrigens, falls Sie sich jetzt gefragt haben, wessen Kind er gewesen sei, verspeiste die gefangenen Griechen auch ungegart. Also praktisch als Griechen-Sushi oder vielmehr als Sashimi ohne Reis. Wiewohl eigentlich auch unfiletiert. Naja, ist egal. Er tat dies so lange, bis es Odysseus gelang, ihn zu blenden. Die Blendung ist übrigens auch ein hervorragender Roman von Elias Canetti, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre, hätte er es noch erlebt. Und das war auch schon ein kleiner Beitrag zum laufenden Canetti-Jahr. Ich habe also einerseits gearbeitet an der Blendung, das war für mich verkörpert durch Steinhof und die Vorstellung, wie viele, einige tausend Menschen da leben, die als geisteskrank gelten. Und gleichzeitig habe ich vom Rapidplatz immer die Laute der Masse bekommen, nicht? Zu schnell gefragt, zu früh, es ist nicht Canetti-Zeit. Yeah, some raw tuna or, you know, cucumber rolls, things like that, you know. But I don't go out of my way to eat it all the time. You know, I have a Japanese wife, actually, so. But she cooks a lot of other kinds of Japanese meals also. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach ja, genau, Odin. So heißt ja auch dieser Hund in diesem verheerenden Comic Garfield. Also ich kenne eigentlich niemanden, der das lustig findet. Trotzdem ein Welterfolg. Ich finde, da hätte Fenriswolf rechtzeitig zupacken sollen, bevor der Topfen überhaupt am Markt war. Oder Polyphem. Das ist ein derartig primitiver, geistloser Schmarrn, den sollte man... Was? Aha, ich bekomme jetzt gerade von der Regie mitgeteilt, dass der Hund bei Garfield Odi heißt. Die ganze Aufregung war also umsonst. Odin hatte übrigens auch zwei Hunde, also praktisch die Vorgängermodelle noch. Wölfe nämlich. Die hießen übrigens Gary und Frecki, für gierig und gefräßig. Da haben sie jetzt einen neuen Spaß auf Lager, wenn sich in ihrem Freundeskreis zufällig ein Gary befinden sollte. Ja, aber warum hat das nur drei Beine, ne? Oder anderes Mal war, und der will keine Antwort geben drauf, ein Einbrecher da, nicht? Und dann ist das Schwein gekommen, im quer im Mund schon, ne? Ist das Bett kupft, ne? Und hat uns so lange irgendwie wach gequiekt, halt, ne? Bis wir den Einbrecher wieder mit dem quer verjagen konnten. Ne? Ja, das ist ja wirklich ein unglaublich gescheites Schwein, ne? Aber warum hat es nur drei Beine? Frecki heißt heute ziemlich verlässlich niemand mehr. Ein paar Hunde vielleicht. Manche Namen verschwinden einfach und kommen nie wieder. Nicht mal mit einer Retrowelle. Und auch noch so überkandidelte Eltern nennen ihre Kinder nicht so. Der dritte Papst zum Beispiel, der hieß Anaklet. Das können Sie vergessen. Ein anderer Hormisdas, auch perdu. Oder auch Jasomirgott. Da weiß man nicht einmal mehr, was der Name überhaupt bedeutet. Möglicherweise eine Verballhornung von was Arabischen, aber das weiß man auch nicht so genau. So, ja, du mir auch Gott, oder ja, du mich auch Gott. So vielleicht, ja, du mich auch Gott, so könnte man es nennen. So hieß im Wesentlichen ein Babenberger, nämlich Herzog Heinrich II. Jasomirgott. Auf seine Frau, also eine der beiden, ich weiß jetzt nicht welche, geht das bekannte Wiegenlied Aber Heitschi Bumbaichi zurück. Aber Heitschi Bumbaichi. Ich habe mir noch nicht den Kopf darüber zerbrochen, aber ich nehme an, irgendwas wird mich auch treffen. Sie sollen nämlich gesungen haben, Heude mu paidion, das heißt auf Altgriechisch schlafe mein Knabe. Wer hätte das gedacht? Na, solange sie noch im Bauch der Mutter war, habe ich mehr gesungen. Weil das war irgendwie sozusagen einfacher. Jetzt, glaube ich, ist meiner Tochter eher peinlich. Aber wir singen zusammen schon, wir singen zu einer Musik oder so, das geht sehr aus. Ich will das nicht mehr. Okay? Ja, mit dem ich will das nicht mehr. Ich will mich nicht mehr in 100 Sackeln einlügen. Überall eine Lüge drin, da eine Lüge. When I was like 12 or 13, I had a pretty good voice actually. And then when I got a bit older, my voice changed. Oklahoma, where the wind comes sweeping by the plains. Da können wir ruhig eine hundsgewöhnliche Normalverteilung annehmen. Das heißt, dass eine Summe von n unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen in der Grenze n geht gegen unendlich normal verteilt ist. Jasomirgott jedenfalls ist Vergangenheit. Da können noch so viele Hollywood-Publikumslieblinge Jasomirgott oder Jasomirgott heißen und treuherzig in die Kamera blicken. Apropos, gestern war Nationalfeiertag. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, begehen wir an diesem 26. Oktober unseren Nationalfeiertag als Fest der Heimatliebe. Und wir sprechen heute oft von der schleppenden Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und was von Jasomirgott allenfalls blieb, ist die Erinnerung ans Privilegium Minus. Das war eigentlich nur ein Trostpflaster für eine Niederlage, weil Jasomirgott auf Geheiß Friedrichs II. Barbarossa gezwungen wurde, Bayern den Welfen zurückzugeben. Im Gegenzug bekam er ein paar Zugeständnisse, aber unverhältnismäßig weniger wert. An sich eine klassische Knackwatsch, so wie unlängst beim Außenministertreffen in Luxemburg. Ich sehe keinen Grund, dass ich als Volkspartei zurücktrete. Trotzdem gilt das Privileg quasi als Gründungsurkunde für die spätere Nation Österreich. Und so schaut es bei uns im Wesentlichen auch heute noch aus.
Wir schauen immer wieder ein und fühlen uns als Opfer, sind aber gleichzeitig doch gut eingebunden in die Welt und siebtreichstes Land. Keine schlechte Taktik eigentlich. Natürlich, etliche sind arm bei uns und einige sind sehr reich. Ja? Den meisten geht's aber ganz gut. Von den Reichen sind allerdings ein paar mittlerweile unfassbar reich. Der Generaldirektor der Erste Bank, Andreas Treichel, soll vergangenes Jahr 4,5 Millionen Euro verdient haben. Brutto, nehme ich jetzt mal an, aber trotzdem nicht unfürstlich. Wie seinerzeit Fatty Arbuckle, wenn Sie sich noch an den erinnern. Der hat übrigens heuer kein Jubiläum zu begehen, falls Sie das jetzt befürchtet haben. Der US-Amerikaner Roscoe Conkling Arbuckle, wie er eigentlich hieß, war als Komiker bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts einer der größten Stummfilmstars seiner Zeit. An Popularität, wenn überhaupt, dann nur von Charlie Chaplin übertroffen, mit einer Jahresgage von $1 Million, was damals unanständig viel Geld war. Das wäre auch heute nicht wenig, muss man sagen, aber das Glück währte nicht lange. Sein Pech war, dass er sich im Beisein von zwei Kumpels, Alkohol und jungen Frauen in einem Motel vergnügte und eine der Frauen dabei starb. Das heißt, es war noch nicht sein Pech, sondern erstmal das Pech der jungen Frau, Virginia Rappe hieß die. Arbuckles Pech war, dass ihn erstens eine der jungen Frauen erst erpressen wollte, um ihn dann bei der Polizei wegen Vergewaltigung und Mord anzuschwärzen, und zweitens, dass unter anderem die sogenannte Verlegerlegende William Randolph Hearst den Vorfall dazu benutzte, um die Hollywood-Dekadenz anzuprangern und vor allem viele Zeitungen zu verkaufen, also selber stinkreich zu werden. Das ging so weit, dass Arbuckle zeitweilig vorgeworfen wurde, er hätte Rappe eine Champagnerflasche vaginal eingeführt und sich dann auf sie draufgelegt, woraufhin die Flasche zersprungen und Rappe verblutet sei. Alles erfunden. In Wirklichkeit war Rappe krank und starb infolge einer unglücklichen Koinzidenz. Arbuckle war unschuldig und er wurde auch freigesprochen. Das hat ihm aber letztendlich genauso wenig genützt wie sein Millionen-Dollar-Verdienst. Sein Ruf war zerstört und seine Persönlichkeit auch. Er wurde Alkoholiker und starb 1933 als gebrochener Mann und lange vor seiner Zeit. Kurz nach seinem Tod starb auch der Stummfilm und es ist gar nicht sicher, dass Arbuckle es in den Tonfilm überhaupt geschafft hätte. Da sind einige an ihren Stimmen und Akzenten gescheitert. Pola Negri beispielsweise, ein Superstar der Stummfilmzeit. When sound was introduced into the movies back in the late 1920s, 1929, 1930 actually, something was lost. Because in silent movies there was much more of a challenge in terms of portraying and projecting the meaning of what was going on before you on the screen. But with the introduction of sound and with dialogue, a whole vocabulary was lost. And a new vocabulary took its place, of course, but it was more verbal. Well, that's what they said yesterday. Schwerer Vergleich, weil ich habe nicht wirklich lang Stummfilme in meiner sozusagen Zeit erlebt. Also als Exotisches finde ich es sehr angenehm, aber wann und wo kriegt man einen Vergleich schon? Buster Keaton hat es auch nicht wirklich geschafft, obwohl der eine tolle Stimme hatte. Fernsehserien und Werbung bestimmten letztlich sein Schaffen in den 50er Jahren bis zu seinem Tod 1966. Keaton wurde übrigens von Arbuckle entdeckt und protegiert und auch er scheiterte letztlich am Alkohol. Leute wie er oder Charlie Chaplin haben den Tonfilm nicht wirklich als Fortschritt empfunden und es ist auch leicht zu verstehen, warum. Man sieht nicht deshalb mehr, weil man mehr hört. Ähnliches gilt im Grunde für Farb- und Schwarz-Weiß-Film. Dass wir Farbfilme überhaupt sehen können, liegt an den drei Zapfen auf der Netzhaut. Die Farbsehen ermöglichen, im Gegensatz zu den Stäbchen, die hell-dunkel, aber das wissen Sie sowieso. Dass der Mensch vor gar nicht so langer Zeit oder eher, als er noch ein Affe war, rot und grün unterscheiden gelernt hat, hat ihm vermutlich den Vorteil verschafft, die roten, reifen Früchte von den grünen Blättern leichter zu unterscheiden. Apropos, ich will jetzt nicht aufgrund empirischer Eigenerfahrung zu predigen beginnen, aber ich sage Ihnen eins, der Mensch kann nicht telefonieren und Autofahren gleichzeitig, ohne dass sich die Aufmerksamkeit stark einer Tätigkeit zuneigt. Es ist ein super Schwein, es ist eigentlich das beste Schwein. Ne? Und ja, aber warum hat es nur drei Beine? Ja, also das ist ein wunderbares Schwein und also zum Beispiel hat es uns einmal das Leben gerettet, wie irgendwie das, die Scheune unter Feuer gestanden ist, ja, und da ist ein Schwein gekommen und wir haben schon geschlafen, nicht, und hat an die Tür geklopft, ne, und hat gegrunzt, ja, so laut, ja, dass wir wach wurden, ne, und hat uns das Leben gerettet. Ne. Das ist ja unglaublich, ne? Das ist richtig ein Rettungsschwein. Ne? Ja, aber warum hat das nur drei Beine? Vom Rauchen ganz zu schweigen, das ist wissenschaftlich untersucht und das wollten die Mobilfunkhersteller auch wissen, ob das nicht geht. In Wirklichkeit können wir uns immer nur auf ein bis maximal drei Dinge in unserem Gesichtsfeld gleichzeitig konzentrieren. Vom Sehen her meine ich jetzt. Das ist so. Finden Sie sich einfach damit ab. Und es geht sogar noch weiter. Cellphones have created a new kind of communication that is so mundane. That, I mean, people have to like constantly be on the cell. What are they talking about even, you know? The most innocuous things, you know? Are they talking about anything really important, being on a cell phone? Maybe I should have a cell phone in my coffin when I die.
And I could call from the dead, saying, hey, everybody, everything's fine. See you in 30 days. Während einzelner Sakkaden, also den schnellen Augenbewegungen im Raum bzw. des Liedschlags, sind wir jeweils für Sekundenbruchteile funktionell blind, wie das genannt wird. Und wenn man das zusammen auf ein Lebensalter hochrechnet, dann kommt man auf 25%, also ein Viertel der Wachzeit, in der wir praktisch nichts sehen. Wie Wale auf Tauchgang oder Maulwürfe an der frischen Luft. Maulwürfe fressen übrigens ausschließlich tierische Nahrung. Wenn ein Maulwurf zum Arzt gehen würde, dann bekommt er sicher nie den Ratschlag, er solle mehr Obst oder Gemüse essen. Vielleicht mehr Bewegung machen, das schon. Und Maulwürfe sind übrigens auch hervorragende Schwimmer. Wenn sie im Dunkeln hinter Heringen her, dann gäbe es wirklich was zu hören, denn Heringe können vortrefflich furzen. Na spitze, denken sie jetzt vielleicht. Ein Maulwurf ist irgendwie sowas, was sich halt immer so verkriecht. Ne? Das ist, würde ich mal sagen, ist nicht so cool. Ja, habe ich nicht so. Hering, weiß nicht, esse ich halt meistens. Aber kalt, ja, okay, cool, Hering. Heute hängen die Trauben aber wieder nicht sehr hoch. Ein Tier mit Darm und Stoffwechsel hat Blähungen. Ein dreifaches Hurra dem Spender und ein neues Bier für den Mann hinter dem Mikrofon. Um 10.30 Uhr ist wieder Antreten zur Defilierung. Bis dahin Abmarsch auf dem Festplatz. Heringe furzen im Dunkeln, um zu kommunizieren. Gut, das kennen wir vielleicht von Videoabenden auch, aber Heringe blasen nicht Verdauungsgas ab wie wir Menschen. Einmal laut krachen zuzüglich gegebenenfalls ein mächtiges Aroma, sondern sie furzen regelmäßig, hochfrequent und das über mehr als 3 Oktaven. Sie werden mich jetzt nicht sagen, hören, das kann ich auch. Nicht, weil ich es nicht vielleicht auch könnte, aber ich habe die Tonhöhen eben noch nie mitnotiert. Forscher haben Heringsbuhe Fast Repetitive Tick genannt, kurz FRT. Und zwar deshalb, und ich glaube, mit dem Tipp gehe ich jetzt kein Risiko ein, weil es dann so ausschaut und klingt wie Fart. Viele von uns Männern bleiben eben doch bis ans Lebenende auch Buben. Ist auch kein Wunder, ist ein erwachsener Mensch doch im Durchschnitt stets ungefähr 10 Jahre alt. Das hat ein schwedischer Stammzellenforscher herausgefunden. Weil Hautzellen beispielsweise erneuern sich alle 2 Wochen. Rote Blutzellen werden 4 Monate alt, Leberzellen leben 400 Tage, Magenzellen nur 5. Das Skelett wird alle 10 Jahre komplett erneuert. Die Rippenmuskulatur bringt es auf maximal 15 Jahre, also absolvierte Schulpflicht. Wenn man alles zusammenrechnet, circa 10 Jahre, nicht einmal im Auto vorne sitzen. Allerdings gibt es auch Zelltypen, die nach der Geburt nicht mehr erneuert werden. Eizellen, Nervenzellen der Großhirnrinde und Zellen der Augenlinse. Kein Wunschalter. Also solange halt irgendwie noch halbwegs gehen und solange halt selbstständig irgendwie unterwegs sein kann. Abhängigkeit finde ich dann ein bisschen problematisch. Also das stelle ich mir nicht wirklich angenehm vor. I believe in reincarnation. I believe that we come back at a certain point as humans again. And maybe I'll come, maybe my fantasy is that I will come back in the future and decide, oh, who's Gerard Malanga? I should do a thesis on him for my university project. Deshalb muss man auf seine Augen auch so gut aufpassen, weil es keinen Ersatz gibt. Ein Hai weiß das und dreht, so zumindest eine Theorie, wenn er angreift, nach dem ersten Zubeißen ab, um später das ausgeblutete, ermattete Beutetier endgültig zu erledigen. Der Hai trägt seine Augen nämlich seitlich und damit exponiert. Als Ergänzung hat er noch seine lorenzinischen Ampullen. Das sind kleine Vesikel, die dicht unter der Haut liegen und durch einen mit einer gelatinösen Substanz gefüllten Kanal mit der Außenwelt in Verbindung stehen. Mit ihnen nimmt er elektrische Felder wahr und somit andere Lebewesen schon aufgrund minimaler Feldstörungen. Vielleicht ist deshalb die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden, höher als vom Hai gebissen. Weil, wenn ein Blitz kommt, dann ist der Hai längst weg. Schmarrn natürlich. Trotzdem sind in Wirklichkeit wir für den Hai gefährlich und nicht umgekehrt. Die Bauchlappen des Dornhais beispielsweise werden geräuchert und als Schillerlocken verkauft, was ich als kleinen, aber feinen Beitrag zum Schillerjahr verstanden wissen möchte. Das ist schon ein Wahnsinn mittlerweile. Kein Dezennium, Zentennium, Millennium, gut, das sehe ich ein, aber kein runder Geburtstag von egal was, der nicht gefeiert wird. Allein heuer 50 Jahre Staatsvertrag, 60 Jahre Kriegsende, 200 Jahre Brockhaus, 50 Jahre Luft, 50 Jahre Song Contest, 45 Jahre Pille, 200 Jahre Schiller-Tod, 100 Jahre Relativitätstheorie, 100 Jahre Greta Garbo, 50 Jahre James Dean-Tod, 100 Jahre Skilauf, 500 Jahre Schweizer Garde, 10 Jahre MP3 und so weiter und so fort. Und alles wird natürlich gebührlich gefeiert. 75 Jahre Goldhamster ist ja auch, das habe ich unlängst schon erzählt. Alle Goldhamster, die sich heute weltweit in Menschenhand befinden, sind nachverfolgbar miteinander verwandt. Ob da alle kommen, wenn einer heiratet oder ob die wissen, dass es Hamsterkäufe gibt und was sie da kaufen würden. Naja, ist egal. Guten Ruf haben sie ja keinen. Gierige Kornfresser, die bei Bedarf stumpfsinnig im Rad herumlaufen. Obwohl sie ja putzig aussehen. Immerhin. Haie sehen nicht einmal putzig aus und haben auch keinen guten Ruf. Mörder sollen das sein, die verdammt sind, immer schwimmen zu müssen, weil wenn sie zu Boden sinken, kommen sie nicht mehr auf. Das stimmt aber nicht. Manche Haie können sogar am Boden liegend schlafen. Nicht einmal die stark vergrößerte Leber, die viele Haie anstatt einer Schwimmblase verwenden, nimmt die Menschen für Haie ein. Was die Sendung ohne Namen und die Haie eint, fragen sie sich jetzt vielleicht. Haie können nicht rückwärts schwimmen. Das können wir auch nicht. Und was uns aber trennt? Haie können nicht abrupt bremsen. Wir schon. Und damit ist die Sendung für heute. Quand je t'ai vu la première fois, je me disais non pas elle, elle va te foutre la merde en
te montre en